Ja, guten Tag oder guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Teil der Antwort steckt in diesem Buch, ist zufälligerweise heute erschienen. Ich kann es gerne herumgeben, denn mir bleiben ja faktisch nur 4 Minuten, so habe ich gehört, um eine Antwort zu geben oder zumindest eine Antwort zu versuchen. Prognosen zu erstellen ist ein schwieriges Geschäft, ein sehr schwieriges Geschäft. Elementare Voraussetzung ist die Kenntnis von Entwicklungslinien der Vergangenheit und der Gegenwart, die sich in die Zukunft verlängern lassen. Genau hier aber liegt das Problem, denn wir stochern bei diesem Thema im Datennebel. Es gibt keine verlässlichen Angaben über den Umfang der Flüchtlingszuwanderung im laufenden Jahr 2015. Zwar ist die Zahl derjenigen bekannt, die sich im Asylverfahren befinden, allerdings leben viele ungezählte Hunderttausende in Deutschland, die wegen der Überforderung der Behörden noch nicht einmal registriert sind, geschweige denn bislang einen Asylantrag stellen konnten. Auch lassen sich keine gesicherten Angaben finden über die Zahl jener Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben dürfen. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2015 wurden rund 40% der Asylanträge positiv beschieden. Weitere 40% der Anträge sind abgelehnt worden. Sollten 2015 tatsächlich 1 Million Flüchtlinge kommen, heißt das also keineswegs, dass 1 Million bleiben dürfen. Schutz wird zudem nicht auf Dauer gewährt. Das haben Sie den Debatten der vergangenen Tage noch einmal entnehmen können. Wir wissen nicht, wie lange Flüchtlinge sich in Deutschland aufhalten werden, in Deutschland aufhalten dürfen, selbst wenn ihrem Antrag stattgegeben wurde. Die Erfahrung lehrt, Kennzeichen von Migration ist immer Fluktuation. So kamen 2014 wegen der günstigen wirtschaftlichen Situation beinahe 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland. Zugleich gingen weit über 900.000, fast 1 Million. Die Frage nach den Veränderungen der Gesellschaft durch die laufende Flüchtlingszuwanderung kann also angesichts des Fehlens einer auch nur halbwegs soliden Datengrundlage nicht seriös beantwortet werden. Glauben Sie also bitte nicht den ganz, ganz vielen den ganz, ganz vielen Mediendarstellungen außerhalb der gedruckten Presse. Klar ist letztlich nur eines: Die Vielfalt der Herkünfte, Lebensentwürfe und Weltsichten wird beschleunigt weiter wachsen. Und das hat keineswegs nur mit Migration zu tun. Vorstellungen von Homogenität im Blick auf die Zusammensetzung der Bevölkerung, ihre Orientierungen oder Identitäten sind seit langem illusorisch. Sie bilden immer weniger eine realistische Basis für Überlegungen über die Gestalt und die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft der Bundesrepublik, die nicht erst seit 2015 eine Migrationsgesellschaft ist. Dankeschön. Ja, Dankeschön.